So, ja, hallihallo. Jetzt bin ich doch mal ein bisschen dazu gekommen, um das neue EA VRC zu spielen. Ich finde es schon mal mega geil. Es ist halt nur ähnlich wie Dirt Rally, halt nur ein Tacken besser, finde ich. Ich fahre die gleiche Taktik wie bei Dirt Rally 2.0. Ich habe alles auf mittlere Qualität soweit eingestellt. Und die Bildschirmauflösung ist nicht die volle Ultra-Wide QHD-Auflösung, sondern nur in Anführungszeichen die 2560 mal 1080. Oben links sind die Frames angezeigt. Und wer vielleicht meine anderen Videos kennt von Dirt Rally 2, komme ich da meistens auf konstante 120 FPS und das habe ich jetzt hier momentan noch nicht, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Jetzt fahre ich mal die Strecke, die was ich bis jetzt gefahren bin, Leicht links, 60, die was ich jetzt ein Glück. bisschen kenne, damit man ungefähr, naja, ein paar Impressionen kriegt. Aber es gibt ja mittlerweile schon genug Videos auf YouTube. Dave Gaming und wie sie alle heißen. Also die Framerate ist nicht konstant. Ah, Scheiße. Geht schon wieder los. Don't quatsch and drive. Die variiert schon stellenweise sehr stark, was ich als sehr störend empfinde. Im Großen und Ganzen geht's aber eigentlich. Die Lenkradkonfiguration, weiß ich nicht, ob ich da irgendwie zu doof dafür bin. Hat einige Zeit gedauert. So out of the box mit dem Fanatec ging es irgendwie nicht gleich auf Anhieb. Ich spiele jetzt quasi momentan das GTDD Pro im PC-Kompatibilitätsmodus, quasi am Yellow Light. Also im normalen PC-Modus. Weiß ich nicht, klappt es irgendwie nicht so. Wer weiß, was ich da vielleicht am Lenkrad dadurch an Feedback oder Immersion verliere, weil ich nur in Anführungszeichen im Kompatibilitätsmodus unterwegs bin. Es ist wie Dirt Rally halt nur, Dirt Rally 2 halt nur besser. Mir gefällt das, was ich bis jetzt gesehen habe, wahnsinnig gut. Das ist echt ein Knaller in meinen Augen. Wenn die doch vielleicht in den nächsten Updates an der Grafikperformance noch ein bisschen was schrauben können. Ja, das sind Träumle. So wie das Mavic sagen würde. Genau, aber vielleicht liegt sie ja auch einfach an meinem PC. Der ist ja nicht der letzte High-End-PC. Der i5 der neunten Generation ist ja eh nicht mehr so taufrisch. Scheiße, 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 scheiße. Oh, ich hab's kommen sehen. Und das Mainboard mit dem H110 Chipsatz ist ja auch nicht mehr so ganz taufrisch. Das unterstützt ja nur PCI Express 3. Wer weiß, vielleicht fahre ich ja deswegen hier grafikmäßig ein bisschen mit der angezogenen Handbremse.
Scheiße. Fast einen schönen Skandinavien Flick hingekriegt. Aber soweit läuft es gar nicht schlecht, bis auf den einen Crash. Ich habe mich schon mal durchaus dümmer angestellt. Jetzt kommt eine geile Strecke hier. Da kann man so richtig schön geil auf einer Gerade über die Lande prügeln. Dann geht es doch eine schöne Brücke unten durch. Und hinten, wenn man es nicht ganz übersieht, richtig bremst. Oh, diese Rechtskurve hat schon irgendwas. So, wie geht es weiter? Ich quatsch schon wieder zu viel. Ah ja, ist das. So, hier bei dem Wohnhaus sollte man vielleicht auch tunlichst ein bisschen langsamer fahren. Drei lang. Jawohl. Die Ecke haben wir mal ausnahmsweise hier in Ruhe gelassen. Nein. Naja, ein bisschen zu spät. Oh Mann, was ist das jetzt hier für ein Rumgeschrubbe hier? Ja, die Strecke habe ich schon mal besser hinbekommen. Also wie man sieht oben links, immer so roundabout 70 Frames bei Medium Settings. Oh, die wäre fast ein Träumchen gewesen. Eine neue Bestzeit wird es nicht. Rundet der auf. Ja. Ja, da war ich schon mal einen Tacken besser. Okay. Dann könnten wir jetzt mal eine Strecke wählen, wo ich noch nicht gefahren bin. Oh Mann, 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 Mann. So ganz ohne Übung hier. Oceania. Machen wir die hier. Irgendwas Kurzes. 6,6 Mangapai. Oh, viel Schotter und 3% Asphalt. Taipuha, 100% Schotter. Okay. Na toll. Über 100 FPS im Lademenü. Ja toll, super. So. Oh, schön breit. Da kann ja wenig passieren hier, oder? So, einfach los hier. Start 120. Kuppe. Viel Glück. Viel Glück, jawohl. Kann ich brauchen. Leicht links. Double L. Ja. Ja, macht auch Spaß. Na, ah, das Schalten wieder vergessen. Naja, dann werde ich vielleicht mal den Karrieremodus ausprobieren. Irgendwann mal. Nein!
180. Und dann 6 links. Naja, wer weiß. Ich dachte immer, dass ich mit meinem PC noch eine Zeit lang auskomme, weil so grafikintensive Spiele spiele ich ja doch nicht. Aber vielleicht in einer leichtsinnigen Sekunde könnte schon passieren, dass man da über ein Update nachdenkt. Vielleicht ein besseres Mainboard und vielleicht einen i5 der neueren Generation. Ja, die Strecke ist auch geil. Straße nicht so schmal. Ja, cool. So. Ja, geil. Hat Spaß gemacht. Start 2 rechts, 60, viel Glück. 5, 4, 3, 2, 1, go. Und 2 rechts, halb lang, 60. 1 links, lang, nach Kreuzung. Und 4 rechts, sehr lang. Eieiei. Da mal wieder Schwung in der Kurve liegen lassen. Gesagt hätte das, glaube ich, oder? 6 rechts, 100. Langsam, leicht rechts. Was ich am ersten Tag gleich wieder so krass fand, ist, dass sich die YouTuber gleich auf WRC gestürzt haben. Und gleich stundenweise Videos gedreht haben. Also, wo die die Zeit hernehmen. Unglaublich. Ja, quasi so als Gelegenheitszocker ja gar nicht. Als Gelegenheitszocker sollte man das eigentlich gar nicht anschauen. Du warst gut. Oh, Oceani macht Spaß. Geil. LL. Das hat sich wohl ein Linux-Admin einfallen lassen. Har, har, har. Nein, nein, nein. Ah, Beine verkackt hier. Aha, siehst du mal. Was war denn das jetzt für ein Bumper? Oh geil, wenn man da ein bisschen übt. Ein bisschen üben und dann Stoßstangenperspektive. Da glaube ich, kommt so ein richtig geiles Geschwindigkeitsgefühl rüber. Schon wieder so eine Brücke. Nicht schneiden. Da war wieder so ein kleiner Ruckler. Wo geht's denn weiter? Ach hier. Sehr lang.
schon wieder. Ich habe mir schon mal einen Großteil der Hood-Elemente ausgeblendet, die was einen eventuell unnötig ablenken. Irgendwelche Streckenzeiten oder Streckenabschnitte, grün und rot. Irgendwie drückt auch schon dieses komische Action-Cam-Headbändle. Hey, der gewohnte Griff zur Handbremse für Dirt Rally 2 braucht es hier gar nicht, weil es irgendwie anders eingestellt ist. Schalten vergessen. So, jetzt ein bisschen wieder auf die Strecke konzentrieren. Späte 2 links. Ab durchs Schilf. So, wer meine Videos guckt und vielleicht auch ein GTDD Pro hat und WRC 23 spielt, könnt ihr vielleicht in die Kommentare reinschreiben, wie ihr denn sein Lenkrad für WRC konfiguriert habt. Im PC-Kompatibilitätsmodus à la... à la Yellow Mode oder... im Orange Mode, also im normalen PC-Modus. Naja, eigentlich sollte ja beides gehen, oder? Bei so einem modernen Spiel. Leicht links. Linux schlägt wieder zu. Das ist eine Leitplanke. Leicht links. Ah, das läuft jetzt nicht so rund. Ich bin halt nur Schotter gewohnt. Stehe ich auch nur zu spät, zu stupide Vollgas auf dem Gaspedal drauf. Ohne Sinn und Verstand. Ja, macht auch Spaß. Naja, flüssiger läuft er natürlich. Dirt Rally 2 bei mir momentan. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen mit den Grafikeinstellungen rumprobieren. Denn leider ist unter GeForce Experience das Spiel noch gar nicht bekannt. Also so gibt es noch keine, wie soll ich sagen, empfohlenen Grafikeinstellungen. Vielleicht gibt es das ja mal in einem der nächsten. Startleiste.
Leicht links, 50, viel Glück. Leicht links. Ja gut, am Ziel ist das natürlich nett vorgesagt, gell? Ist ja noch in Sichtweite. Da steht ein Baukran. NS, nicht schneiden, oder was? Fast genauso aus wie Finnland. Da wieder ein paar Stotterer drin. Kleiner Sprung, jawohl. Bei 108. Ja, der war wirklich klein. Was für ein cooler Übergang. Nein! Total verkackt hier. Ach komm! Ach komm, ey. Ich war doch schon auf dem Weg zurück. Wieso 13 Sekunden Strafe? Das ist jetzt ein 6 rechts. Das 30er Schild muss eben eliminiert werden. Wo? Links übersprungen. Boah, das war ja fast perfekt. Wenn Noobs eine Zufallskurve treffen. Okay, das ist eine Zeit von 3 Minuten. 14,2. 3 Minuten, 14,2. Der rundet immer schön ein bisschen auf hier. So, weiter. Kurzer Blick in die Bestenliste, was natürlich nicht ich bin. Wieso bin ich der Kolleg Spartan? Und warum Hyundai? Naja, egal. Ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss für dieses Filmchen. Vielleicht gehe ich das nächste Mal ein bisschen auf die Problematik meiner Lenkradkonfiguration ein. Dann würde ich sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit WRC.